Dorfes gegen Hedanis. Ah, was ein großartiger Priester-Skin, unser Gegner-Spiel-Chat. Oh ja, na, das ist eine gute Hand. Ja, ja, perfekt. Der Bitch Priest. Das ist eine gute Hand, ey. Wie witzig, wir haben, dass wir jetzt einen Gezeitensträuch bekommen haben, ist ja mega funny. Ich meine, ich sag mal so, sollte tatsächlich eine Karte wie der Primus oder Yogg-Saron also tatsächlich sterben gegen den Priester, wäre es ja ganz nice. Das Problem ist halt, meistens sterben die ja nicht, sondern sie werden einfach weggepufft von dem 86. Amantul. Oh, wie gerne würde ich die töten. Das wär richtig cool, wenn wir die töten könnten mit diesem einen Spell. Das war jetzt nicht sehr hilfreich, aber auch nicht sehr schädlich. Ich muss einen neuen Dip finden. Das Licht sinkt und die Unreinen fallen. Das Licht sinkt und die Unreinen fallen. Alter! Wir haben so viele Karten, die theoretisch Verstohlene töten könnten. Sie tun es aber nicht. Also wir haben sie nicht. Bisschen Kacke. Ich habe einen Seeigel gefunden. Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann wird das ganze Board sowieso. Also der Käse macht eigentlich nicht viel, weil er das ganze erklärt das Board ja mit dem. Also eigentlich war der Käse war auch albern, weil was bringt es? Es stirbt ja eh weg durch den 3-7er da. Na. Was haben wir jetzt hier drin für einen Dämonisch? Ich glaube, das ist AOE. Dämonisch ist, glaube ich, ein 2. Lustigerweise, ich glaube tatsächlich, dass das Ding jetzt ein 2er AOE macht. Also ich glaube, Dämonisch ist 2 Damage auf alle Gegner. Das heißt, wir würden damit, wenn ich jetzt noch eine Space kriege, dann sogar das Board clearen. Also das... Ja.
Ich habe das jetzt gemacht, weil es ein Schattenspell war, Chat. Und ich bin der Meinung, dass... Ich glaube, wir müssten jetzt... Also wenn die Karte so funktioniert, wie ich hoffe, dass sie funktioniert, müssten wir jetzt das Board clearen. Schön, dass Karten funktionieren, wie ich hoffe, dass sie funktionieren. Es ist schön, dass es funktioniert. Ich muss eine 9 getrennt. Wir haben ihn mit der Bitchnager besiegt. Der Beachnager haben wir ihn besiegt. Ich hab mich von Gutti schon anstecken lassen. Strahlender Nebel! Das perfekte Versteck! Tares kommt aus Naturtalent. Komme eine random Naga. Und jetzt rein. Okay, Chat, nehme ich den Reiter? Oder, also eigentlich wäre der Reiter cool, aber seien wir ehrlich, ich glaube, der Reiter ist zu langsam. Also eigentlich ist doch Hand. Also hiermit kann ich. Also hiermit töte ich einen Diener für 1 Mana, hiermit töte ich einen Diener für 6 Mana. Ja, der Reiter ist Quatsch. So gerne ich ihn nehmen würde, aber das ist Quatsch, glaube ich. Diener für 1 Mana töten ist irgendwie geiler als Diener für 6 Mana töten. Und ich kann ihn mir hier sogar aussuchen, das ist das Wahnsinnige. Ich kann hier kann ich sogar auf den Diener klicken. Ah. Ich hab schon drauf gewartet. Ich hab drauf gewartet, Chat, dass er mein Tool. Helden, die für Ordnung kämpfen. Ihr seid feig! Kann ich beide töten? Ich glaube wahrscheinlich schon. Aha! Die Birono-Karte. Ihr habt euch ewige Qual verdient. Das Ding ist fast vorbei. Okay, Chat, der Priester will uns scheinbar töten mit, geht uns richtig auf die Eier. Ich habe einen Seeigel gefunden. Das soll scheinbar seine Win Condition sein. Oh, das ist nice. Spielt den Gleichklang. Überträgt sie. Überträgt sie. Ja, der war nice.
Beste Karte ever, Chat. Völlig zu Unrecht. Kriegshymnen-Grunzer. Ein wahrer Held. Ein wahrer Held der Kriegshymnen-Schlucht. Da ist er! Da ist er zurück, Chat! Unser Held! Er ist zurück! Hallo Marv, grüß dich. Hallöchen. Was macht Warcraft Rumble eigentlich? Das lebt noch so vor sich hin, ne? Wahrscheinlich macht Warcraft Rumble mehr Geld als WoW und Hearthstone zusammen, weil es ein Handygame ist. Ich muss eine neue finden. Ja, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Der Vorgang ist fast vorbei. Ja, ich meine, die Idee ist ja, bei dem Spiel ist ja auch wirklich nicht neu, aber ich meine, ganz nett ist es ja, also die Idee ist ja auch nett. Also, theoretisch ist es ja jetzt nicht das Schlimmste der Welt oder so, aber klar, ist nicht so. Boah, wie angepisst ich bin, dass er die Karte spielt, weil ich die auch spielen möchte. Ihr habt euch Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, das ist eine. Ja, wobei. Ja. Irgendwie. Ah ja, sehr gut, Chat. Das hat, ja, damit haben wir. Ja, sehr gut. Das war ein guter Kartor. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich den Kartor wiederholen. Buttons! Ja! Button! Nein! Chat! Es ist das irre Genie Dr. Bumm! Ah! Jetzt geht's hier richtig los! Jetzt wird's wild! Und die Unreinen fallen! Das waren Zeiten, du. Aber auch, naja, also es waren schon gute Zeiten. Ich habe da gerne gespielt, aber dieses Kriegerdeck hast du auch jedes dritte Game getroffen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich habe damit, also war das ja, da konnte man mit meinem Schamanen-Deck konnte ich dagegen spielen. Ne? Also Hagata gab es da auch, ne, eine Zeit lang. Die Karte kostete doch hinterher aber auch. Der Karte jetzt 7, aber die Karte kostete hinterher 9 Mana, ne? Die haben sie auf 9 Mana genervt, die Karte, oder? Also, das hat auch recht lange gedauert, aber sie war. Komm, mach's ja 1-1 weg. Nein, ich weiß. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch so richtig Sorgen macht, sind meine Plagen im Deck. Also die Doppel-Helia, die er gespielt hat, die nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, sieht jetzt nicht so schlecht aus für uns.
Kann ich hiermit eigentlich irgendwas machen? Ich habe Deathstrike. Ich könnte hiermit, kann ich Deathstrike droppen. Das ist der einzige Spell, den ich im Deck habe, den ich damit spielen könnte. Ja gut. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. 7 Rüstung, Chat. 7 Rüstung. Jetzt muss ich halt nochmal Face gehen. Jetzt, wo wir richtig Druck machen, holt er die Rüstung aus. Nö. Nö, Chat. Wie wär's denn mit einer dritten Helia? Das würde ich eigentlich ganz cool finden. Alles Schrosen, es läuft ziemlich gut tatsächlich. Aber ich will jetzt gerne mal einen Discover haben. Also ich möchte jetzt gerne mal so einen Discover mit Amantul. Vielleicht finde ich auch was Cooles. Nein, keine Karte, nein! Kein Katro! No! Nein! No! Eine Welt vom Bösen befreit. Alle Augen zu mir! Das ist das Problem, wenn man kein Heil. Das ist halt. Deswegen ist viel geiler, wenn man. Also Amantul in einem Rhino-Priest, weil du kannst halt. Diese ganzen Rhino-Karten sind halt geil. Also die ganzen Rhino-Karten, die du finden kannst, sind alle mega. Aber bringen halt nichts in einem normalen Control-Deck. Die sind halt tot, von dem her. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Amantul vielleicht überlebt. Tut er? Ah, okay, das Amantul überlebt ist super. Jawohl, das ist gut, Chat. Oh mein Gott, das war wichtig. Das war wichtig, Chat. Ah, du Schwein. Ja, Plagen overdrawn lassen ist schon geil, aber es ist schon eher schwierig, also ist schon recht schwierig, das zu schaffen. Also irgendwie, ich muss halt schon bisher immer Dinge tun. Also ich habe halt Marin noch im Deck, ne? Also wenn ich Marin ziehe, den hätte ich halt schon noch. Also Marin ist schon, halte ich schon noch für eine sehr wichtige Karte. Ey, Chatty, warte mal. Svenny hat recht, ich hab Sif plus das Magma-Ding. Also wir können, wie viel Damage können wir? Wir können 10 Damage bursten. Ne, 12 sogar, ne? Aber warte mal, Arana! Ja, Arana und die Plagen. Wie geil ist das denn? Arana und die Plagen, stimmt. Adrenalinrausch. Hab ich, oh mein Gott, wir haben die perfekten Legendaries Chat, wir haben es gar nicht gemerkt. Komm! Ah, jetzt wollte ich noch eine Plage ziehen. Jetzt wollte ich gerne noch eine Plage ziehen. Ich dachte, oder so 2, 3. Jetzt hätte ich gerne noch 2, 3 Plagen gezogen. Oh. Okay, sehr nice. Okay, aber die kann er vielleicht noch töten, weil der Mech hat ja Eifer. Der muss nur einen Mech spielen, der 4 Angriff hat. Nee, ich hab nur noch Marin im Deck, Chat. Ich hab nur noch Marin im Deck. Also ich zieh alle Plagen der Welt eventuell, bis Marin halt kommt.
Okay, das heißt, ab jetzt. Entspannung für alle. Und alles dank mir. Ja gut, der Kobold. Lustigerweise, der Kobold wäre auch eine Überlegung. Ja, nee, ich nehme die Krone. Die Krone kann ich halt. Die Krone kann ich nächste. Der Punkt ist, die Krone kann ich halt nächste Runde spielen, ne? Also, weil ich krieg ja dann noch eine Karte wieder auf die Hand. Ja, das ist natürlich jetzt schade. Also, es wär natürlich jetzt super geil, wenn wir. Okay, es war mal ein richtig gutes Hearthstone-Game hier, muss ich sagen. Es war mal eine richtige, richtig cool. Ich meine, eigentlich, also gegen einen Overheal-Priest, normalerweise passiert das nicht. Aber das hat sich zu einem ziemlich funny Game entwickelt. Ich meine, jetzt gegen Ende vielleicht speziell für uns. Wobei, wir haben noch nicht gewonnen, lassen wir erstmal nicht, aber. Ja, lustigerweise habe ich gedacht, eigentlich, ich meine, ich kann das Video immer noch anders hochladen, also ich krieg's schon noch hin. Aber ich hatte jetzt eigentlich heute gedacht, dass ich von dem Deck sowieso kein Spiel mehr auf YouTube hochladen wollte, deswegen habe ich die Aufnahme gar nicht angemacht. Ich kann es natürlich trotzdem noch schaffen. Also ich kann ja nochmal das VOD quasi abfilmen. Also wenn ich jetzt meine, dieses Game hätte es verdient, dann könnte man das natürlich noch machen. Ich liebe das Geräusch, wenn die Lunte brennt. Das ist schon ganz schön schwach, ne? Also so ein langes Game mit so viel ING auch auf seiner Seite. Und dann zu meinen, wenn man dann verloren hat am Ende, dann fängt man an zu ropen. Das ist schon alles ganz schön schwach, Chat. Ja. Das zeugt nicht von Charakterstärke. Nein, auf gar keinen Fall.